Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne vier Lagiol Taschenmesser vorstellen von der Schmiede Lagiol in Aubrac. Und diese haben ganz besondere Griffe. Und zwar eine Kombination aus Kastanienknorre und Mammutbackenzahn, unterschiedlich gefärbt. Schauen wir uns mal kurz an, die Messer. Wir haben hier ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel Einteilung. Einmal in der Farbe Blau, also Mammutbackenzahn blau eingefärbt und Kastanienknorre hier in der Farbe Rot, Grün und Mammutknochen. Alle kosten 870 Euro. Die haben außergewöhnlich schöne Bienen, wie man sich das angucken kann. Und die sind so ungefähr ein Drittel gelochiert am Rücken. Alle ganz individuell, alle ganz in einer ganz besonderen Art und Weise. Und der Name dieser Edition ist Mawut oder Mawut, eine Kombination aus Mammut und Wood, auf Englisch Holz. Und diese Idee hat der Markus 10 in unserer OLC Original Lagiol Community. Kommen wir gleich dazu und da sind wir ganz froh, dass wir seinen Namen wählen konnten. Bis gleich! Ich berichte fast in jedem Video ein bisschen etwas über die OLC, die Original Lagiol Community, weil da nämlich so viel passiert und ihr macht so schön mit. Vielen, vielen Dank an alle, die nicht nur zuschauen natürlich, sondern auch entsprechend mitmachen. Dazu reicht es einfach, wenn man sich nur bei originallagiol.de anmeldet. Man muss also kein Kunde sein, nichts kaufen, sondern einfach sich nur anmelden und direkt an der OLC teilnehmen, dort die Beiträge lesen, die Übersicht, was da alles passiert. Die Themen, die kann man auch so lesen, da muss man gar nicht sich anmelden. Wenn man aber dann die Beiträge zu dem Thema lesen möchte, dann muss man sich entsprechend registrieren. Ja, in der OLC setzen wir auch immer wieder neue Editionen, wo wir einen Namen suchen, so wie speziell jetzt diese wunderschönen Taschenmesser. Und dann bitten wir euch um Ideen, um Kreativität, wie wir diese Messer nennen können. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, was für fantastisch tolle Ideen ihr habt. Und das ist eigentlich für mich ganz schön schwer, muss ich sagen. Denn alle sind so schön, wie man sich gerade auch hier diese Edition anguckt, was ihr für Vorschläge habt, da hatte ich schon wirklich sehr schwer, einen Namen zu suchen, weil alle sind sehr, sehr schön. Und ja, ich habe mich letztes entschieden für Mawut, für Mammut und Ur, diese Kombination aus Mammut und Ur, auf Englisch Holz, von Markus 10. Er hat uns das ja vorgeschlagen. Und nochmal Dankeschön, Markus 10, für deinen Vorschlag. Aber ich möchte nochmal an dieser Stelle betonen, dass auch alle anderen sehr, sehr schön sind. Und insofern habt ihr mir das ganz schön schwer gemacht. Dankeschön. Ich liebe solche Schwierigkeiten natürlich. Und jetzt haben wir natürlich diese Suche beendet. Wir haben dieses Thema entsprechend ganz nach unten getan in dem Bereich Archiv. Und jetzt haben wir neue Sachen, die wir suchen. Das heißt also, wir bekommen demnächst drei neue Messer von Jean-Michel Cailleron. Und da suchen wir einen schönen Namen für diese ganz besonderen Messer. Wir möchten gerne eine ganz besondere Edition mit Jules Verne machen. Der Norbert hatte da die Idee, sowas zu tun, und da gibt es ja die verschiedenen Bücher, vielleicht erinnert euch noch daran, und passend zu den einzelnen Büchern möchten wir eine besondere Kreation machen, diesmal aber nicht als Lagiol Taschenmesser, sondern mal was ganz anderes, und zwar diese ganz neuen Messer, die wir von Le Fidèle auf den Markt hier gebracht haben, Arca Andrea, die habe ich hier vorgestellt, wer entsprechend das sehen möchte. Wir haben da schon die ersten Messer dort gezeigt, wir werden das immer wieder ausweiten, und wir möchten da, weil dieser Edition so außergewöhnlich ist, also passend so zu Jules Verne. Jules Verne war auch in seiner Ideen, die er hatte für seine Bücher, sehr, sehr weit seine Zeit voraus und sehr außergewöhnlich mit den Ideen, die er da hatte. Und deswegen möchten wir auch dieser Messerserie Arca Andrea, die auch so total außergewöhnlich ist, dafür nutzen, um jetzt zum Beispiel diese Edition Jules Verne zu machen. Und da suchen wir eine besondere Kombination aus Griffmaterialien, passend
passend zu den entsprechenden Ideen und Bücher, die Jules Verne hatte. Und dann können wir natürlich auch eine wunderschöne Lasergravur machen auf eine Seite der Klinge passend dazu. Das heißt also, was wir von euch brauchen, ist Ideen. Dazu zum Beispiel zu diesem Buch würde dieses Holz entsprechend passen und man könnte eine Lasergravur machen, die das und das enthält. Die Grafik und so weiter, die werden wir dann übernehmen. Der Norbert, der schon bereits die Edition Sport Visé entwickelt hat und sehr schöne Konzeptionen hat. Ihr habt ja sicherlich gesehen, das Video. Hier könnt ihr nochmal gucken. Da hat er die ganzen Designs und alles schon gemacht. Und sicherlich wird er jetzt auch zu dieser neuen Serie auch entsprechend Zeichnungen machen. Da bin ich schon ganz froh darüber. Und ihr könnt entsprechend Ideen einbringen. Da würde ich mich freuen, wenn wir gemeinsam die Messerwelt gestalten, wenn wir gemeinsam diese Edition machen und eure Ideen entsprechend mit hineinfließen. Weiterhin haben wir auch noch weitere Messer, die wir immer und immer wieder dort einstellen, von dem neuen Messermacher-Künstler von der Cutellerie GM. Da haben wir zwei neue Messer schon bekommen. Einer ist ja schon verkauft, da ist schon der erste gemeldet, der das gerne haben möchte. Und da ist noch gar nicht mal in unserem Shop. Und wir suchen dafür auch Namen für die Messer. Ich finde es immer schön, wenn entweder zusammengehörigen Messer wie diese hier, hier alle vier haben eine Gemeinsamkeit, die sind von der Idee her alle gleich, nur entsprechend andere Farben oder andere Bienen. Aber die Idee dahinter mit ein Drittel und zwei Drittel, die ist immer bei allen vieren die Messer, die ich heute vorstelle, der gleich. Und haben wir Messer, die völlig unterschiedlich sind, so wie bei dieser Cutellerie GM. Da sind die Messer völlig unterschiedlich und deswegen suchen wir hier für die einzelnen Messer jeweils einen Namen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du auch darüber entsprechende interessante Namen vorschlägst. Ne? Das heißt also, bei uns, bei Original Lagiole, kannst du jedes Mal mitmachen, kannst deine Kreativität freien Lauf lassen, kannst dich beteiligen an den verschiedenen Sachen, die wir haben. Wir fragen dich auch zu Ideen zu unserer Aktion, die wir haben. Wir haben euch auch gefragt, zum Beispiel zu der Aktion, die wir jetzt in diesem Monat machen, im Juni, The Game Changer, der Chaos-Gewinnspiel. Das haben wir auch geändert, so wie wir im Januar, Februar das uns ausgedacht haben. War so ein Grundkonzept, dann kamt ihr mit euren Ideen und dann haben wir das angepasst, verändert und haben daraus entsprechend das Spiel praktisch beendet oder vollendet, wenn man sagen möchte, dass wir jetzt Ende dieses Monats veranstalten werden. Deswegen denkt dran, auch in diesem Video gibt es wieder einen Karmos-Punkt und ihr könnt ja noch ganz viele Karmos-Punkte verdienen. Schaut euch hier entsprechend auf der Liste ein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Karmos-Punkte zu verdienen. Also falls ihr mal unseren YouTube-Kanal abonniert in der Vergangenheit oder Newsletter, gebt Bescheid. Ich kann euch das noch nachtragen, damit ihr ganz viele Punkte für das Karmos-Spiel The Game Changer habt. Denn je mehr Punkte ihr einsetzt, desto mehr Möglichkeiten habt ihr zu gewinnen. Es wird ein Messer geben, das bis zu 1000 Euro kosten wird, je nachdem wie viele Punkte ihr einsetzt und dann noch Gutscheine, 10 Gutscheine über den Restbetrag. Ich habe ja alles erklärt in dem Video, auf der Seite könnt ihr auch genau sehen, wie das funktioniert und insofern viel Spaß beim Punkte sammeln. Auch heute könnt ihr zwischen 11 und 23 Uhr eintragen die Punkte. Das ist ja entsprechend Sonntag und deswegen könnt ihr direkt, wenn ihr das Video heute schon seht, entsprechend diesen Karmos-Punkt bekommen. So, jetzt wisst ihr ganz viel über DOLC. Ich freue mich über eure Ideen und Vorschläge. Jetzt kommen wir als nächstes zu der Diashow dieser wunderschönen Produkte. Dann zeige ich ja nochmal wunderbare Bilder von meiner Tochter. Die war jetzt auch in Hawaii und hat jetzt ihre Weltreise beendet. Aber sie hat dann noch ganz, ganz viele Bilder gemacht, sodass ich euch mit diesen wunderschönen Bildern über lange Zeit noch entsprechend versorgen kann. Und da kann man sich jetzt ein bisschen entspannen, ein bisschen abschalten. Ich mache jetzt eine schöne Musik als Hintergrund und da könnt ihr sowohl die Bilder von dem Messer als auch von meiner Tochter von Hawaii genießen. Viel Spaß und wir sehen uns gleich bei der Vorstellung der Messer. Da werde ich auch zum ersten Mal meine Tomate schneiden. Das finde ich immer ganz schwierig, Tomaten zu schneiden, wenn man die nicht zerquetschen möchte, sondern schneiden möchte. Bin gespannt, ob das klappt. Ich habe es auch noch nicht versucht. Und wir schauen uns gleich die wunderschönen Taschenmesser an. Viel Spaß.
Ja, schade, dass die Hawaii so dermaßen weit ist. Ich habe noch mehr wunderschöne Bilder. Am liebsten möchte man ja direkt dahin wandern oder zumindest einen Urlaub machen. Meine Tochter hat ja so schön gefallen dort. War so viel, so viele Sachen, die beeindruckend waren, vor allem auch die Natur, dass sie am liebsten da bleiben würde, aber es geht natürlich nicht. Auf jeden Fall ist es einfach ein wunderschönes Gebiet, wunderschöne Insel dort. Und ja, keine Sorge, ich habe noch genug Bilder für die nächsten Male. So, schauen wir uns jetzt mal die Taschenmesser an. Wir haben hier erstmal die Übersicht. Wir haben hier diese bräunliche, hier von der Seite kann man das sehr gut sehen. Das ist Mammutknochen. Dann haben wir hier drei verschiedene von Mammut Backenzahn. Einmal ein bisschen bläulich. Ich hoffe, das kann man auch sehen hier durch die Bearbeitung der Bilder. Hier im Video sind die nicht immer 100% gleich wie in der Natur. Also das ist hier ziemlich hell blau und weiß. Dann haben wir hier Rot, Rosa, Pink. Das ist so eine Kombination an verschiedenen Rottönen. Und hier verschiedene Grüntöne. Die Bienen sind wirklich phänomenal schön. Das ist wirklich eine wahnsinnige kunstvolle Arbeit. Und auch hier die Rückengiloschage ist ja auch phänomenal schön. Ich finde das immer wunderbar. Und dann haben wir hier Kastanienknorre. Das sehen wir uns gleich an, jedes einzelne Messer. Da sind nämlich ganz schöne Marmorierungen, kann man auch hier vor allem sehen. Also da hat der Messermalkünstler auch wirklich die schönsten Stücke rausgesucht. Und auch die Klinge ist natürlich hier ein bisschen, ja, vielleicht auch so weniger als ein Drittel gelochiert, sodass man da hier einen schönen Muster hat. Alle haben hier 12C27 Klinge, kein Damaststahl. Und ja, interessant ist, dass alle 870 Euro kosten und die haben ein Gewicht von 87 Gramm. Das ist einfach, ja, schön, ein Zufall. Und die Namen dieser Messer, das ist, wie wir gesagt haben, die Edition ist Marwood oder Marwood. Und das ist einfach Marwood 1, Marwood 2, Marwood 3 und Marwood 4. Vielleicht kann man auch mal ein bisschen was über Kastanienbaum sagen oder allgemein. In der christlichen Symbolik sind Kastanien immer ein Sinnbild für Güte, Keuschheit und Triumph über die Versuchung. Und in Frankreich gibt es den Brauch, heilige Bilder an Edelkastanien anzubringen. Edelkastanien wurden im alten China als Heim der Erdgötter des Westens angesehen. Und es gibt da noch die Redewendung, die kennt ihr, die Kastanien für jemanden aus dem Feuer holen. Die Bedeutung der Redensart ist natürlich, dass also jemandem zuliebe etwas Gefährliches tun, beziehungsweise sich für jemanden die Finger verbrennen. Ja, das hat immer, also alle Bäume haben auch eine interessante Bedeutung, finde ich, aus der langen Geschichte, gerade Kastanien. Sie haben eine lange Geschichte hinter sich, auch hier in Europa. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und wir werden gleich mit diesem Messer oder mit einer dieser Messer auch meine Tomate schneiden. Da werdet ihr sagen, ja, hat er vorher probiert. Also nein, ich habe es vorher tatsächlich nicht probiert. Ich bin deswegen auch gespannt, wie gut diese schneiden. Wobei vorab ich schon sagen muss, dass die Schnitthaltigkeit, um eine Tomate zu schneiden, sehr hoch sein muss, aber diese Schnittfläche, die vom Werk aus geliefert wird, das ist nicht immer so, wie ich es machen würde. Das heißt also, wenn ich selber ein Messer schärfe, dann kriege ich es natürlich noch viel besser hin, weil ich hier mehr Zeit, Geduld und Möglichkeiten habe als die Schmiede, die natürlich einfach nur eine Grundschärfe hinbekommt. Natürlich sollte trotzdem das Messer auch in einem ausgelieferten Zustand gut schärfen. Ich habe mit Lagiol Nobraki immer sehr gute Erfahrung gemacht, deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt gleich auch, ob es dann gleich natürlich so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, schauen wir uns jetzt die Taschenmesser mal an. Fangen wir an mit dem ersten Taschenmesser. Wir haben hier Mammut 1 und das hat, wie ich sagte, hier vorne Mammut Knochen. Interessant finde ich auch dieser Edelstahlsteg hier in der Mitte. Für gewöhnlich sind das einfach nur wirklich Edelstahlstücke, die einfach nur gerade hier drin sind. Und hier haben wir, wenn man es so ein bisschen wirklich sieht, das ist so ein bisschen konkav gemacht und hier wurde nochmal punziert. Also doch ganz anders, als man das so kennt. Finde ich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ganz außergewöhnlich. Und dann haben wir natürlich dieser sehr schöne, ja,
Gilochaschia mit diesen Blättern, sehr filigran, und eine wunderschöne Biene. Alle Bienen hier sind wunderschön. Ich wüsste mich jetzt nicht, für welche ich mich entscheiden müsste oder würde, wenn ich das müsste. Aber sehr interessant. Vor allem auch finde ich sehr interessant, dieser Mammutknochen hatte so eine sehr interessante Struktur. Ich zeige es hier mal in verschiedene Belichtungen, in verschiedene Kameras. Also wirklich eine total interessante Struktur, die sehr, sehr außergewöhnlich ist. Ich wüsste nicht, womit ich es vergleichen kann. Vielleicht ein bisschen mit Koralle. Also mal ganz außergewöhnlich. Bis jetzt habe ich dieser Mammutknochen auch nur hier bei Lagiolenobrac gesehen. Ich würde es begrüßen, wenn natürlich noch mehr Schmieden diesem Material einsetzen würden. Sehr, sehr schön. Und natürlich ist auch die Knorre, die Kastanienknorre hier sehr interessant geformt. Also hier zum Beispiel sieht schon fast aus wie eine Insel, wie eine Karte, eine Schatzkarte. Sehr, sehr kontrastreich. Also wenn man natürlich genug Fantasie hat, kann man sich eine Menge vorstellen. Auch hier sehr, sehr interessante Färbungen, teilweise schwarz. Sehr interessant. 870 Euro, 87 Gramm. Ich sehe schon, Herr Brack hat es ja verstanden. Wir haben sie ja besucht und haben nochmal das Anliegen von euch gegeben, dass natürlich möglichst mittige Klingen von euch gewünscht wird. Und ja, die ersten Messer, die nach meinem Besuch dort vor Ort zeige schon die ersten Ergebnisse, dass seitdem haben fast alle Messer eine mittige Klinge. Mal gucken, ob diese Qualität so weiter entsprechend bleibt. Und sind wir gespannt auf das nächste Messer. Das ist hier mit einem blauen Mammut-Backenzahnstück. Sehr hell. Also himmelblau, könnte ich sagen. Könnte praktisch so Ausschnitte aus dem Himmel beim Sonnenaufgang oder Untergang. Auch hier ist die Knorre, die Kastanienknorre, sehr interessant. Sehr außergewöhnlich. Und natürlich eine ganz andere Biene. Ein bisschen so futuristische Biene, ein bisschen Designerbiene, aber dafür ganz tolle Blumen hier. Wow. Richtig schöne. Schaut mal, was hier für eine unglaublich filigrane Arbeit das ist. Lassen sich ganz leicht öffnen und schließen. Hier ist die Klinge ganz leicht nach links. Vergleiche schon mal wieder beide miteinander. Also kann man schon sehen, völlig andere Strukturen am Rücken, völlig andere Bienen. Das nächste Messer, Mammut 3. Hat eine rote, nicht Koralle, sondern Mammut-Backenzahn, rot gefärbt, pink, hellrot, hier sogar ein bisschen cremefarben, ganz viele wunderschöne Farben. Und hier ist es mal ganz interessant, hier wurde der Rücken punziert, so entsteht ja diese Struktur, sehr, sehr schön, passend zu der Biene. Guck mal, was für eine tolle Biene. Da ist jeder Millimeter der Oberfläche verarbeitet, bearbeitet, punziert. Wahnsinn. Das finde ich auch sehr schön, dass praktisch die Motive, die hier in der Flügel drin sind, hier auf dem Rücken weiter fortgeführt werden. Wahnsinn. Unglaublich toll. Manche fragen sich natürlich, warum wurde es hier nicht entsprechend weiter verarbeitet, weiter gelochiert. Und da möchte ich nochmal
kurz sagen, also jede Sekunde, die der, oder Minute vielleicht, die der Messermaler-Künstler für dieses Messer braucht, verbraucht, um es schön zu machen, kostet entsprechend Geld. Das heißt also, natürlich hätte er auch komplett alles gelochieren können, nur dann wären wir nicht mehr bei 870, sondern wären wir sicherlich schon dann leicht über 1000 Euro. Oder man hätte vielleicht, wie manche vielleicht auch wünschen, eine Klinge aus Damaststahl, aber da sind wir auch wieder weit über 1000 Euro, gerade weil La Gueule Nobrac nicht nur Balbach-Damaststelle, sondern auch eigene Damaststelle hat, die sie selbst in dem Montesic-Werk herstellen. Und die sind wirklich wunderschöne, sehr kontrastreiche Damaststelle, die fantastisch aussehen, aber natürlich auch den Preis nicht um 1500 treiben würden. Und aus dem Grund hat sich hier der Messermaler-Künstler eher sozusagen praktisch für die breitere Masse so etwas Wunderschönes herzustellen. Natürlich, wenn ihr sagt, ich möchte gerne so ein ähnliches Messer haben und mit einer Damastklinge, das können wir natürlich für euch anfertigen. Es ist natürlich nicht so, dass genau dieses Messer nochmal gemacht wird. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, genau dieses Messer möchte ich mit diese und diese Änderung haben, denn da sind hier vier Unikate, die so nicht nochmal hergestellt werden, und auch die Bienen werden nicht so sein, aber wir können sehr ähnliche Messer für euch machen, die ähnlich strukturiert sind, auch mit Kastanie und Mammut Backenzahn, vielleicht auch in Rot, aber zum Beispiel nicht genau diese Marmorierung, sondern ein bisschen anders, auch mit der Balbach Damastklinge oder mit Damastklinge von La Gueule Nobrac, aber mit einer etwas anderen Biene, etwas anderer Rücken, auch wunderschön, denn ich seht ihr, alle vier hier sind phänomenal schön, und dann können wir das gerne für euch machen, und das wird nicht mehr kosten, denn auch diese Unikate sind einzeln angefertigt, zwar nach der Vorstellung des Messermaler-Künstlers, aber dennoch einzeln angefertigt, und ob ihr diese Biene macht oder eine andere schönere Biene, das wird nicht mehr kosten, es sei denn, ihr habt natürlich besondere Wünsche, wie zum Beispiel eine Damastklinge, da kommt natürlich der Aufpreis drauf, oder dass der ganze Rücken gelochiert wird, da kommt natürlich auch wieder ein Aufpreis, und wenn du das möchtest, frag mich an, ich kann entsprechend den Preis anfragen bei der Schmiede, den Preis kalkulieren, und dann kann ich dir den Preis sagen, und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du das so haben möchtest oder nicht. Hier ist total mittig die Klinge. Welche würdet ihr wählen? Ha, wenn das nicht schwer ist, weiß ich auch nicht. Kommen wir jetzt zum Mediterm. Ach Quatsch, nicht Mediterm. Das war ja auch schön. Das war in der Mitte mit einer entsprechenden Einlage. Also das ist hier Marwood. Marwood 4. Auch hier ist die Biene sehr, sehr futuristisch, auch komplett punziert. Und eine ganz tolle Kilochage wieder. Ja, wie wunderschön geschwungen das ist. Wenn man sich überlegt, dass das alles wirklich mit der Hand oder per Hand unter dem Mikroskop gemacht wurde und mit so einer schönen, gleichmäßigen, geschwungenen Linie. Wahnsinn. Wenn man sich das vorstellt, was er für eine ruhige Hand hat, der Künstler. Unglaublich. Und hier entsprechend grün und verschiedene grüne Schattierungen. Kastanienknorre ist fantastisch auch hier. Also hat er schon echt wirklich wunderschöne Stücke ausgesucht mit unterschiedlichen Farben. Hellbraun, dunkelbraun, schwarze Linien, richtig schön. Hier ist natürlich kein Platz mehr für ein Kreuz. Manche von euch fragen oder denken, dass ein Kreuz standardmäßig dazugehört oder dass ein Messer nicht original ist, wenn das Kreuz nicht da ist. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass selbst die Schmieden sich nicht einig sind, ob das Kreuz ursprünglich auf einem Messer, auf einem La Gueule Messer gehört. Aus dem Grund machen manche das Kreuz so rum, manche andersherum, manche machen kein Kreuz, manche machen einen Kreis oder ein Oval, ein Rechteck. Also gibt es ganz unterschiedliche
Macharten, je nachdem, wie derjenige das machen möchte. Und ja, das ist einfach, jede Schmiede macht es anders. Und hier La Guyane L'Aubrac hat Messer mit, Messer ohne. Das Kreuz ist jedes Mal unterschiedlich. Das entscheidet selbst der Messermacher-Künstler, ob er genug Platz hat, wie das Material ist. Und wenn man sich hier anguckt, wäre theoretisch noch ein bisschen Platz hier nach unten hin. Aber wenn man natürlich hier nochmal eine Bohrung machen würde für das Kreuz nach unten hin, also normalerweise sind die ja nach da gerichtet. Das heißt also, das Kreuz müsste nach unten gerichtet, denn man sagt ja, dass die Hirten damals das Messer in dem Brot reingesteckt haben, so vorne, und dann konnte man das Kreuz hier entsprechend richtig rum sehen, und dann haben die daran gebetet, sagt man, es ist Legende, ich weiß nicht, ob es wahr ist. Auf jeden Fall müsste das Kreuz entsprechend von diesem Mittelpunkt aus gesehen nach unten sein, dieser größere Teil des Kreuzes, und dann wäre hier wirklich gefährlich, wenn man es hier in diesem nach unten macht, in diesem Bereich könnte hier das Holz platzen, und es ist sowieso nicht viel Platz, also hatte sich eben entschieden, der Messermacher-Künstler, hier kein Kreuz zu machen. Das ist nicht weiter schlimm, das ist ja kein Zeichen von Fälschung oder von echten Messer. Man kann eh nicht davon sprechen, wisst ihr, die sich auskennen. Es gibt ja keine Fälschungen und keine echte La Guyane. Alle Messer sind original oder echt sozusagen. Man spricht nur immer darüber, wo die Messer herkommen, ob die Messer aus China, aus Pakistan kommen oder aus Frankreich. Es gibt sogar in Deutschland jemand, der Messer macht, habt ihr entsprechend ein Video gesehen, dann habe ich den kurz vorgestellt. Hier oben seht ihr natürlich das Video, wo ich den deutschen Künstler ein bisschen vorgestellt habe. Der macht auch ganz tolle Messer. Auf jeden Fall, man spricht nicht davon, ob ein Messer falsch oder echt ist oder Plagiate oder sonst was, sondern nur, wo die herkommen. Und da kannst du selber entscheiden, ob du ein Messer made in China, made in Pakistan, Frankreich, Deutschland haben möchtest. Das ist deine Entscheidung. Jedenfalls, wir verkaufen hier bei Original La Guyane D'E nur La Guyane, die in Frankreich per Hand gemacht wurde. Dazu noch mal ganz kurz, ich hatte eben noch ein Gespräch mit einem Kunden, der hat ein Messer gekauft oder möchte ein Messer kaufen. Der hat es in einem Geschäft gesehen, einem Einzelhandelsgeschäft, und der hat eine Klinge aus Damast und es steht nichts drauf, also gar nichts. Der Preis war ein bisschen hoch, 250 bis 350 Euro, aber es stand kein Name drauf. Und das ist eben das große Problem. Viele von euch sagen, ja, auf eine schöne Damastklinge gehört da nicht ein riesengroßer Name drauf. Zum Beispiel Claude Osorm hat da entsprechend so einen ganz großen Name drauf. Sondern man muss es kleiner machen oder weglassen. Aber genau das ist das Problem. Wenn man es weglässt, weiß man nicht mehr, ist dieses Messer dann aus China oder aus Frankreich. Und das war hier auch so. Das heißt, da steht nichts. Natürlich hat zum Beispiel La Guyane Honoré Durand auch nicht riesengroßen Name drauf, sondern nur das Logo, dass er diese Stierkörper, dieser Stierteil ganz unten an dem Gelenk, da hat er das eingeblendet, das ist nochmal ein Zeichen, dass es von denen ist, das kann man gut erkennen, aber das ist eben hier immer die Frage, auf der einen Seite möchte man diese Schönheit von dem Damast Maserung oder Musterung entsprechend sehen und behalten, nicht kaputt machen durch ein Logo, auf der anderen Seite möchten die Schmieden auch klar machen, hey, das ist ein Messer made in France, das ist nicht aus China oder Pakistan. Und da hat dieser Kunde auch natürlich die Problematik, wo kommt das Messer her? Vom Preis her würde es ja passen, denn die chinesischen und pakistanischen Messer mit Damast, die kosten meistens um die 100 Euro, 150 Euro oder drunter sogar. Mittlerweile sind auch recht günstig. Deswegen 250 bis 350 ist ein Hinweis, dass es auch Deutsch aus Frankreich sein könnte. Ja, allerdings könnte auch vielleicht der Händler entsprechend das hochgestuft haben, den Preis, um mehr zu verdienen, um den Eindruck zu vermitteln, dass es eben halt aus Frankreich kommt. Und das ist nämlich das Problem. Das Problem sind zum einen die Lieferanten, die teilweise auch in Frankreich sitzen und von da aus die Messer aus China verkaufen und geben dem Händler den Eindruck, weil der Lieferant entsprechend in Frankreich ist, dass das Messer auch aus Frankreich kommt und dort hergestellt wurde, obwohl es nicht ist. Oder es gibt auch Händler entsprechend, die solche Messer verkaufen, teilweise neben La Guyane L'Aubrac zum Beispiel oder Claude Osorm, die wirklich daher kommen. Dazwischen haben die auch nochmal Messer aus China und erwecken damit den Eindruck, dass alle Messer aus Frankreich kommen. Das heißt also wirklich, deine größte Sicherheit, dass ein Messer aus Frankreich kommt, ist nicht der Name, der drauf steht, sondern der Händler.
Du musst ein Vertrauen haben zu dem Händler und dann bist du sicher, dass das Messer kommt. Wir zum Beispiel Original Lagiol.de, wir besuchen ja die Schmieden immer wieder, auch Lagiol Nobrak zum Beispiel. Wir waren da vor Ort, haben mit dem Chef gesprochen, wir haben uns umgeguckt, wir haben die Betriebe, das Betrieb gesehen und haben gesehen, wie die Menschen da arbeiten, wie die wirklich die Leute die Messer herstellen per Hand. Und das machen wir mit allen Schmieden, wo wir jetzt entsprechend die Messer herbekommen. Das heißt, wir haben nicht nur einen Kontakt, sondern wir sehen vor Ort, wie das funktioniert. Und da kannst du sicher sein, dass die Messer, die wir hier verkaufen, auch tatsächlich aus Frankreich kommen und dort hergestellt sind. Weil aus Frankreich kommen ist noch kein Gütezeichen, dass sie auch dort hergestellt werden. So. Also ich will damit nicht sagen, dass wir die Einzigen sind, die diese Messer verkaufen, keineswegs. Wir haben auch sehr gute und sehr kompetente Mitbewerber. Und, aber du musst es eben nur wissen, welche das ist. Das ist eben das Problem dann. So, also hier haben wir alle vier Messer nochmal kurz im Überblick mit den Bienen. Also wirklich wunderschön. Eine tolle Kombination aus Biene, Griffmaterialien. Alles wahnsinnig toll. Jetzt wollen wir mal mit einem von denen entsprechend hier schauen, wie klappt es mit dem Schneiden von einer Tomate. So, ich habe mal zwei mitgebracht, falls mit dem ersten was schief läuft. Versuchen wir mal zu schneiden, ohne die Tomate zu quetschen. Die mussten wir nicht quetschen. Versuchen wir mal hier nochmal. Ja, das geht also einfach da durch, auch ohne, dass ich das festhalte. Einfach nur so. Sehr schön. Ja, ich hoffe, jetzt haben wir den Beweis, dass die Messer von Lagiol Nobrak auch wirklich direkt phänomenal schneiden. Ich habe die heute nicht geschärft, ich habe es nicht angefasst, ich habe es auch vorher nicht probiert. Und ich finde es total super, dass es so dermaßen toll schneidet. So, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Video. Bis demnächst. Tschüss.